Vor allem, weil die Autoren immer richtig geile Bösewichte waren, vor denen ich echt Schiss hatte. Das waren die schlimmsten Viecher in den Filmen, Alter. Und dann auf einmal, wir rennen neben dem Motorrad her und helfen dir. Was ist das für ein Bullshit, Alter? Hast du den denn gesehen? Ich hab den nicht gesehen, ne. Das hat mich bis jetzt noch davon abgehalten, mir den anzugucken. Mein Interesse, den zu gucken, ist auch gar nicht mal so riesig, obwohl ich den ersten Teil für einen der coolsten Filme aller Zeiten halte, aber... Ja, sagen wir mal, wenn der auf Apple TV irgendwie am Start ist, dann werde ich mir den Rabult mal reinziehen, aber... Dafür werde ich mir jetzt nicht irgendwie hier noch irgendwie ein Kino aussuchen, wo der noch läuft und mir das angucken. Das ist so ein Film, den muss ich jetzt tatsächlich mal nicht im Kino sehen irgendwie. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit den zweiten und dritten Teil mal wieder geguckt, also den ersten, zweiten und dritten. Und dabei ist mir mal aufgefallen, wie schlecht der zweite und dritte doch eigentlich sind. Das ist mir vorher als Kind nie so wirklich aufgefallen, weil ich einfach nur, Dinos geil, geil Dinos, Leute gefressen. Weißt du, als Kind hatte ich nämlich noch so einen Assi-Akzent, aber den habe ich dann irgendwann sein gelassen. Aber ja, die zweite und dritte ist echt im Vergleich richtig schlecht. Kann ich erst gar nicht beurteilen mehr. Ich habe die so ewig nicht mehr gesehen. Das ist natürlich ein Klassiker, ne? Das ist klar. Ja, der erste ist richtig super. Ich habe auch gehört, dass Terminator nicht so gut sein soll. Oh ja. Habe ich aber auch nicht gesehen. Wobei ich mir den gerne mal ansehen würde, weil die da per CGI den alten Arnie wieder eingefügt haben. Den alten Jungen. Ja, die Screenshots und den Teil im Trailer, gesehen habe, wo der drin war, sah schon richtig lustig aus. Mhm. Wie krass der bearbeitet war. Ja, fand ich schon sehr, sehr nice. Die ist halt auch cool, aber scheinbar ist die Story trotzdem ziemlich krude gewesen. Aber eigentlich war Terminator doch im Prinzip von der Zeitschleife her doch abgeschlossen, oder? Ich weiß gar nicht, was in den neuen... Keine Ahnung, es ist so, ich glaube, den ersten habe ich noch nie gesehen und den zweiten, das ist so lange her. Also ich habe mir die alle mal in der Reihenfolge gegeben, wie sie rauskommen und das macht, das ist halt auch wieder so eine... Zeitsprung, Zeitschleifen, am Ende, oh, hammergeil, Mechanik. Ja. Die auch aufgeht, irgendwo, auch wenn die Filme jetzt vielleicht einzeln nicht so mega geil sind, aber... Ja, den Salvation habe ich auch noch nie gesehen. Irgendwie... Terminator fickt mich nicht so an. Aber bezüglich Rekorde und so, wird dieses Jahr sowieso alles weggefickt von Star Wars. Da bin ich mir exakt nicht so sicher. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich meine, hat Star Wars schon mal Rekorde im Bereich finanziell irgendwas aufgestellt? Keine Ahnung. Aber das wird auf jeden Fall passieren, da gebe ich dir Hand und Siegel drauf. Also, das ist echt, dass es einer der erfolgreichsten, finanziell erfolgreichsten Filme wird? Ja, glaube ich. Also ich meine, für mich selbst auf jeden Fall, aber ich meine, ich habe immer noch das Gefühl, irgendwie ein bisschen, dass Star Wars doch was ist, was auch für geschafft, Hardy. Ja. Für ein paar, irgendwie für eine riesen Community, die aber trotzdem alle Nerds sind, ist. Ich glaube, das wird so ein Blockbuster-Ding, wo wirklich jeder hingeht. Die haben durch das Merchandise und durch die Spiele so massentauglich gemacht, den Shit. Dass jeder rein. Ey, komm, die Filme waren eigentlich auch immer sehr massentauglich. Ja, schon. Auf jeden Fall. Das ist doch ein Witz, ey. Da ist der jetzt der erste denn? Versuch. Aber wenn ich mir das Genick nicht an diesen Sprüngen hier breche, dann... Also du glaubst nicht, dass der erfolgreicher wird als Jurassic World, Bram? Dritter erfolgreichster Film, so ever, ist halt schon krass. Und ich weiß nicht, als die Star Wars Episode 1, 2 und 3 rauskam, waren die ja auch mega gehypt. Das stimmt. Und das hat halt auch nicht passiert. Moment. Ich meine, zweite Versuch. Letzter. Okay. Die neuen Star Wars Filme quasi. Aber da habe ich auch nicht von gehört. Ich fand die persönlich richtig geil. Schaffen. Ich habe auch alle im Kino gesehen, ja. Aber trotzdem habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass die. Ich meine, vielleicht liegen die voll knapp drunter und so. Und das ist einfach nur falsche Einstellung. Wie lange ist denn der letzte jetzt eigentlich her? Boah, das fragst du mich nicht. Alter. Wage es nicht, mich das zu fragen. Ja, das fragst du mich nicht. Wow. Der Sprung ist schon nicht wahr. Boah, ich mich auf jeden Fall drauf freue. Oh ja. Also du hast Nein gesagt. Du glaubst nicht, dass der erfolgreicher wird. Ja, also Jurassic World,
Wobei, ich habe echt auch nie Jurassic World auf den Platz gehabt, dass der dritterfolgreichste Film aller Zeiten wird, ey. Als ich das gestern bei GameStar gelesen habe, dachte ich auch, das kann nicht wahr sein, nachdem ich alles über den gelesen habe, was schlecht sein soll. Aber ich bin gespannt. Ich meine, wenn er doch werden würde, dann wird mich das jetzt auch nicht stören. Weil er dann hoffentlich einigermaßen cool sein wird. Boah, was ein Sprung. Das hat nicht funktioniert. Das ist aber echt ein harter Sprung. Okay. Bram will sich also nicht festlegen, sagen wir mal so. Er hat schon zweimal nachgefragt, beide Male Frage ausgewichen. Ja, ich glaube da nicht dran. Okay. Werde aber nichts daran ändern, dass ich hoffe, dass das ein geiler Film wird. Und das für mich wahrscheinlich sogar so ein geiler Film wird, weil ich einfach voll das Harrison Ford spielt mit, Junge, der Film. Ja, ich weiß, deswegen sage ich doch, das ist einfach, ich bin einfach auch so. Ich bin auch mega geblendet einfach nur. Der Film kann halt auch mega durchschnittlich sein, und wenn er im Star Wars-Universum spielt, finde ich den trotzdem geil. Oh! Und Star Wars ist tatsächlich sowas, wo ich auch kein Problem damit habe, dass der vor CGI überquellen wird. Weil das ist einfach eine Fantasy-Science-Fiction-Saga. Da darf ja, aber du musst. Hast du dir das Reel mal angeguckt von der Comic-Con, wie viele Practical Effects die tatsächlich benutzen? Ist das schon krass. Das so? Ja. Ja, ich fand das zum Beispiel cool in der Wüste und so, wie die diese kleinen Figürchen aufgebaut haben, darüber die Szenen gedreht haben. Mega cool. Also die versuchen tatsächlich das nicht zu übertreiben mit CGI. Ich meine, das ist ja gut. Ja, auf jeden Fall ist das was Gutes. Hat halt den Vorteil, dass das nicht so schnell alt hat, wa? Ja. Ja, Disney wird schon wissen, da machen. Solange Chewbacca und Han Solo nicht einfach mal anfangen zu singen oder sowas, dann ist mir doch egal. Er ist schon voll fett, sitzt hier so irgendwo im Millennium Falcon und singt sich erstmal einen weg. Ich könnte mir vorstellen, dass Disney halt da sitzt und die halt tatsächlich so, oh komm, wenigstens ein Song. Nein, komm schon, irgendwo, ein Lied oder sowas. Ach komm, die haben mittlerweile auch so viele Filme rausgebracht, wo nicht gesungen wird. Nur weil bei Frozen jetzt mal wieder gesungen wurde. Ja, wobei, man muss natürlich da auch ganz klar differenzieren, dass Frozen zum Beispiel auch zu deren Meisterwerk-Firma gehört, weil die ja dafür bekannt ist, genau so eine Scheiße zu machen. Ja, das ja. Ich meine, da zählt ja auch dann wie Dschungelbuch und alle Lieder, wo gesungen wird von denen mit rein. Der Glück. Alle Lieder, wo gesungen wird, Junge. Ja, die ganzen Zeichentrickfilme und so, die haben eine eigene Firma dafür, die Disney Meisterwerke Company. Ja, ich fand's so witzig, alle Lieder, wo gesungen wird, hast du gesagt. Nicht alle Filme. Ja, im Prinzip im Großen und Ganzen ist das ja so. Ich meine, ganz ehrlich, wie viele Lieder. pass auf, wie viele Lieder von denen, die richtig gut gelaufen sind, wird auch drin gesungen? Du meinst Filme, nicht Lieder! Ja, ist ja gut, Alter, was ist das? What the fuck? Jetzt regst dich mal nicht so auf über so einen sprachlichen Fehler, ja, wenn du genau weißt, was ich. Lieder wird gesungen, Junge. Jetzt mal ganz ehrlich, ohne Spaß. Wenn du genau weißt, was ich meine, dann kannst du auch einfach ignorieren und darauf antworten. Nein, das war viel zu witzig. Das würde von deiner intellektuellen Stärke zeugen, mich nicht korrigieren zu müssen. Ne? Ja, ich weiß, ich bin intellektuell schwach. Ich muss Leute auf ihre Fehler hinweisen, um mich besser zu fühlen. So, auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Filme, in denen gesungen wird. Genau. Das ist das, was ich meinte, aber nicht direkt gesagt habe. Ja, aber das meinte ich die ganze Zeit. Ja, aber du hast absolut recht, natürlich mit deiner Grundaussage. Dass in Liedern gesungen wird? Boah, ich kann so nicht springen, ohne Spaß. Damit habe ich doch auch recht, oder? Ja, damit hast du auch recht, ja. Jawohl, Alter. Oh Mann! Sag mal, ist da nicht dieses Problem mit dem Gurusprung ausgemerzt worden? Hast du das schon lange nicht mehr? Nee, ehrlich gesagt nicht. Boah, das könnte sogar sein. Das ist ja schon seit Version 1.7 nicht mehr. Nee, da war das noch. Da war das auf jeden Fall noch. Da muss jetzt irgendeine 1.8er Version haben, die das bestimmt gefixt. Ja, deine Mutter fixt sich auch jeden Tag. Das nämlich echt schon ewig nicht mehr. Deine Mutter singt auch in Cinderella, Alter. Scheiße. Willst du aber schon feiern, wenn die in Star Wars singen würden? Ja, man, Star Wars The Musical. Wobei, das würde ich mir auch geben. Wobei, das ist drauf geschissen, Alter, weißt du? Scheißegal, was rauskommen würde und ich würde mir das geben. Boah, vor allen Dingen der Chewbacca-Song ist bestimmt richtig gut, ey. Warum? Wäre ja voll geil, ja, weißt du, wenn da so zwei Wookies liegen, ja, und der eine lutscht dem anderen an, der macht jetzt dann. Das würde auch so komplett zu Disney passen. Warum gibt's eigentlich noch nicht die Disney Porn Productions?
Ich glaube es nicht an, so das in dem Firmenideal, was die aufrechterhalten wollen. Was aber Pornos kannst du auch nicht. Die können Pornos ja auch singen. Da kein Problem. Habe ich ja keinen Vertrag mit. Da war's Porno, würde ich mir auch angucken. Boah, stell mir vor, ein Porno, wo gesungen wird, ey. Das ist nicht wahr, der letzte Sprung, Mann! Boah, das ist ein Witz. Aber ziemlich schlechter. Ja, ist es auch. Mein Handy geht gerade voll hart ab. Da wissen die Leute doch, die mich vor 12 Uhr nicht anrufen brauchen. Ja, das stimmt. Das scheint irgendjemand zu sein, der mit uns nicht viel zu tun hat. Ukuluku! Boah, das kann nicht wahr sein. Ich habe diese Runde nicht verstanden. Ich bin so gespannt, wie die Geschichte von Star Wars in den Filmen weitergeht, weil ich habe die Bücher ja auch gelesen und die Spiele gespielt und die führen das ja alles immer anders fort. Ja, es gibt da unterschiedliche Universen, könnte man schon fast sagen, oder? Ja, quasi schon, ja. Weil ich meine, zum Beispiel, es gibt ja die vormals offizielle Variante, bevor Disney das gekauft hat, war ja, dass nachdem das Imperium ausgelöscht wurde, es dann mit der Jedi Knight Saga weiterging aus den Videospielen. Und mit Kyle Katarn. Genau, mit der Geschichte von Kyle Katarn und Luke Skywalker gründet auf. Verdammt, ich hab vergessen, wie der Planet heißt, die neue Jedi Akademie. Und er nennt sich direkt mal eiskalt zu mir die Großmeister, so aus dem Stand. Also, ich habe ja auch schon eine Theorie, wie der Film laufen wird. Und zwar. Boah, jetzt kommt. Jetzt kommt. Nee, pass auf, es ist sogar fast ernst gemeint. Fast ernst gemeint? Ja, achte, pass auf. Ihr habt ja den Schwarzen gesehen, der da mitspielt, ne? Ja. So, und die Story wird sein, dass Luke und Leia, als sie noch nicht wussten, dass sie Geschwister sind, hart gebumst haben. Ja. Und da kam der Junge bei rum. Und da ist der Schwarze bei rausgekommen. Heißt also, diese Geschichte wird sich nicht nur um Inzest drehen. Wie soll denn da der Schwarze darum, rausgekommen sein? Ja eben, soll doch darum, wo der Schwarze hergekommen ist. Heißt also, es wird auch um Betrugsfälle geben. Verstehst du? Und Han Solo und Chewbacca sind die, die dann aufklären werden. Das ist nämlich die Inzestpolizei. Ich dachte gerade ernsthaft, dass du die Theorie aufstellen willst, dass wenn Leute Inzest treiben, da halt die Chance relativ hoch ist, dass ein Kind mit Behinderung rauskommt. Was? Und du Schwarze als Behinderung bezeichnest. Nein! Oh mein Gott. Nein, ich wollte sagen, Volker, dass Leia ja irgendwo noch mit einem anderen Schwarzen gefüllt ich bin ganz ehrlich, der Spruch, den Peter gerade gebracht hat, der hat mich so gerade gefickt wirklich, dass ich mir denke, so Hadi ist eigentlich ein ganz schön kleiner Rassist. Also, obwohl Hadi das nie gesagt hat, das ist genauso wie damals mit Auschwitz. Witz war safe, weißt du, erst mal Peter zuschreiben. Also, ja, das habe ich nie gesagt, ey. So war das nicht gemeint. Naja, okay, dann ist ja gut. Was hast du nie gesagt? aber darum wird sich der Film drehen, ja? Okay. Also es ist eine ganz effe. Und das war jetzt halb ernst gemeint. Das war jetzt halb ernst gemeint. Okay. Was daran wahr sein wird, ist, dass der Schwarze eine ziemlich große Rolle spielen wird, sonst wäre er nicht im Trailer vorgekommen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, siehste. Das habe ich aus dem Trailer rausgezogen. Ja, ich habe das gemacht, das ist vollkommen richtig. R2-D2 kam auch im Trailer vor. Ja, der wird auch eine große Rolle spielen. Viel cooler zu C3PO, hoffentlich. Oder, ja, okay, streichen wir den Satz nochmal und sagen das nochmal. Ich würde es cool finden, so. Wenn C3PO auch wieder drin vorkommen würde mit dem Originalschauspieler, aber dann wäre er der Einzige, der in allen Filmen dabei war. Oh Leute, ich dachte, das wäre schon bestätigt. Vielleicht habe ich mich aber auch vertan. Ich habe den zumindest in den Trailern habe ich den nicht gesehen. Ach, das gibt es nicht! Das ist unmöglich! Ist da mit C3PO irgendwas passiert im sechsten Teil? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nö. Ich meine, ich hätte den in diesem Comic-Con-Reel gesehen. Muss ich noch mal das wird aber doch eine neue Trilogie, oder? Ja. Okay. Ja, sicher, meinst du, kriegen Han Solo dafür einen Film zu drehen, Alter? Geht doch nicht. Ja, hoffentlich verrecken die nicht alle vorher noch. Woher das? Der Han Solo kriegt doch sogar seinen eigenen Film, oder? Wie war das? Ja, aber nicht mit Harrison Ford. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert. Ach so, das ist wahrscheinlich dann irgendeine Vorgeschichte. Wie alt ist Harrison Ford? Ja, 68, 70? 68? Der müsste ja, der hatte die 70 nicht sogar schon hinter sich gelassen. Ja, das hätte ich nicht. Der hat die 75 nicht schon hinter sich? Nee, so alt ist der noch nicht. Sicher? Guck mal nach. Überprüfe es. Ich gucke nach. Ich sag, der ist schon älter als 75. Okay, also wer sagt, er ist älter? Okay, ich möchte bitte von euch jetzt genaue Angaben haben. Ich glaube, er ist zwischen 71 und 75. Ja gut, ich sag einfach älter als 75. Warum sagt älter als 75 und Peter sagt 71 und...
74. Das gibt es nicht. Ja, irgendwo da. Okay, er ist... Wow, Alter, der ist schon so alt. Crazy shit. Der ist 73. Haha! Der Typ ist schon 73 Jahre alt, ist ja der Wahnsinn. Ja, 73. Hoffen wir mal, dass er die Star Wars Filme noch überlebt. Jo. Weil 73 ist für Männer schon ein stolzes Alter.